Hola amigos, es ist wieder Zeit für die Rico und eine Exkursion in die Weiten der Inselwelt. Unser heutiges Ziel ist weiterhin die Erkundung und Einnahme weiterer Distrikte auf der Hauptinsel, um die Ravellos Macht weiterhin zu schwächen. Wir sind jetzt auch im touristisch erschlossenen Bereich. Also man merkt es zumindest spielerisch, weil viele modernere Häuser und so weiter hier auch sind. Und wie gesagt, wir gucken uns gerade mal um, was wir hier noch alles so befreien können. Das haben wir schon. Da oben könnte noch was sein, hier hinten könnte noch etwas sein. Aber da fahren wir jetzt... Naja. Wir gucken uns das Kloster erstmal an. Vielleicht gibt es ja etwas Interessantes zu entdecken. In irgendwelchen Ecken. Wenn nicht, fahren wir gleich weiter in die von mir eine der ungeliebtesten Städte. Den Leuten hier geht's gut. Und Rindviechers. Okay, ein Leute. Schritt Richtung Freiheit. Was ist ein Schritt Richtung Freiheit? Oh. Gibt's hier irgendwas? Man hört sie nur raus singen. Das ist hier jetzt irgendetwas für uns zu holen gibt. Nee, das ist nicht der Fall. Na gut, wir probieren es nochmal. Ah, sie meine Nemesis. Es geht nochmal nach Nacre. Wo eigentlich nicht mehr viel ist. Wir haben noch einen Lautsprecher und die übrigen digital übertragenen Sachen. Der war auch nicht. Aber nein. Ich mache ihn doch bloß kaputt. Haben wir lieber mit unserem doch stabilen und vor allem auch verteidigungsfähigen Fahrzeug. Und genießen mal wieder die schöne Inselwelt. Ja, das muss ich sagen, so dieses Inselparadies, das haben sie schon sehr schön. Kannst du dir nicht vorstellen, was wir in den Polizeistationen letzte Woche alles gefunden haben? Nachdem wir die Waffen und Munition aufgeteilt haben, haben wir den restlichen Kram an die Leute dort verteilt. Das finde ich schon cool wieder jetzt, so einfach mal am Rande, so kleine, coole Informationen. Das hat was, das ist der Flair des Spiels. So, und jetzt schauen wir mal. Hier ist der Lautsprecher. Ich werde es entgehen! It's Showtime! Uns liegen Berichte über Kampfhandlungen vor. Alle Einheiten hierher! Weitere Schiffe sind unterwegs, um euch zu unterstützen. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Da ist es. Jetzt wird's lustig! Yes. Endlich. Dort ist schon mal was geklärt. Okay, wir können natürlich unsere Runde hier starten. Sichtkontakt wiederherstellen. Aber da wir eh noch fliehen müssen vor den Soldaten, die Ravellos, möchte ich persönlich eigentlich gleich dorthin, wo es am meisten nervt. Nämlich da. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn.
War der ganz oben? Ich weiß es gar nicht. Ja, der war ganz oben. Ziel ist entkommen. Normale Patrouille fortsetzen. Gut. Dann Leute, let's go. Oh Scheiße. Ey, es ist. Wo ist es? Wo ist es? Na komm, och Junge. Will nicht über den Rand laufen oder was? Was bist denn du für eine Mimose, Junge? Nein, oh Gott. Oh, ernsthaft. Eine Eliteeinheit ist unterwegs zu eurer Position. Ich hasse euch. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn, so schnell es geht. Sache definitiv geklärt. Ach ja, Leute. So ein Spaß aber auch. Gut, naja, gut. Das passiert. Ist ja nicht so, als ob wir jetzt hätten warten können hier irgendwie. Au. Wunder zu wirken. Wie hoch kommen wir hier? Sehr schön. Ganz hoch. Okay. Jetzt machen wir die Runde gleich so. Leid, Leute, ich bin gerade. Ich will das schaffen. Och, ernsthaft, Junge, reiß dich doch. Ey, komm, steh auf. Sei Dank. Oh Gott, endlich. Es stellte sich schon wieder so eine leichte Frustrationskurve ein, Leute. Weiß nicht, ob man das gemerkt hat. Ich tippe nicht, aber. Sehr, sehr schön. Geschafft. Danke. Canyon Tour
5 von 6 Ansiedlungen befreit. Diese Stadt gehört jetzt wieder dem Volk. Eine fehlt uns noch, Leute. Was ist das? Ein Seil? Ich war im Krieg am Fallschirmspringen. Welchen? Schon den. Weil er so schön viel Bums hatte. Und weil wir ja noch nicht so genau wissen, wo wir hin müssen. Also ich weiß es noch nicht so genau. Ich tippe nach da. Aber ich glaube, da ist das das falsche Weg. Großartige Neuigkeiten. Die Ravellos Miliz musste aus Nacre abrücken. Endlich sind diese brutalen Unterdrücker weg. Aber unser Kampf geht weiter. Bloß gut, dass ich gerade noch rausgekommen bin, Leute. Ist der Rauch normal? Vielleicht sollte ich mal das Öl wechseln. Das ist nicht gut. Vielleicht sollte ich mal das Öl wechseln. Was haben Sie mit meinem Auto gemacht? Nicht gut. Also während dort noch einer menstruiert. Was haben wir denn da oben? Da könnte ich mir auch vorstellen, dass da was ist. So hier. Eieiei, Leute. Da werden wir noch ganz schön klettern müssen hier. Seht es ja selbst. Ich glaube, da fliegen wir eher auf den Berg zu, als dass wir bis ganz hoch kommen. Sein. Hier unten. Ja. Ich gehe davon aus. So, dann wird es jetzt ganz fix werden, Leute. Denn hier haben wir ein ganzes Stück zu runterfliegen. Nö. Warum eigentlich? Hier können wir einfach mal schön. Genießen. Oh ja, ich denke, wir haben was gefunden, Leute. Ich denke, das sollte unser Ziel sein. Wo gehen wir denn da hin? Da ist schön. Würde ich sagen. Bringen wir es hinter uns. Seht ihr noch irgendwo was Schweres?
kommuniziert jetzt mal, ihr Mistkerle. Schickt mehr Männer. Alle Einheiten hierher. Ich wiederhole. Alle Einheiten hierher. Okay, wir brauchen noch Elektrik. Der nächste, bitte. Ist das schon alles, was ihr drauf habt? Oh, das war knapp, Leute. Aber naja, Guardia Libethio 1 ist unser Ziel. Wir wissen es jetzt zumindest. Den nehmen wir noch ein, würde ich sagen. Gut, da ist er. Das könnte Ärger geben. Ich liebe Ärger. Alle Einheiten, klare Einheiten. Das war knapp. Das war äußerst knapp, Leute. Hätten wir den getroffen und das überlebt, hätten wir nämlich quasi das Ganze eingenommen gehabt. Na gut. So ist er aber halt jetzt bloß alleine übrig. Ist ja auch okay. Sterben. Ah, das kann ja mal passieren. Gut. Sehr schön. Sonst noch irgendwas. Was können wir denn hier? Rockerblau ist nicht so groß. Da müssen wir nicht so viel rumreisen. Hier haben wir Bavarium an Bord. Die Mission können wir ja mal machen. Das war die von Sheldon. Glaube ich. Haben wir hier irgendwo was zum Fliegen? Sie fliegen. Ja, haben wir. Au. Naja, dann nehmen wir halt die Treppe. Ja, ja, ist schon klar. Gut, tschüss. Oder wollen wir die Mission machen? Oder wollen wir uns erstmal hier irgendwo, keine Ahnung, hier so in Rockerblau eine kleine Homebase schaffen? Ihr wisst ja, it's all about the base und so. Kleines Bollwerk, was hier die Insel teilt. Hier geht echt eine Mauer durch die Insel. Schon krass. Da oben ist wieder so eine Flugstation. Weiß ich nicht, ob wir da eine Chance haben oder ob die beflaggt ist. Also mit einer Flak ausgestattet.
Irgendeine kleine Siedlung würde ich jetzt gerne mal einnehmen, damit es hier quasi schon mal einen kleinen Brückenkopf für uns gibt. Aber mal schauen. Hier erstmal eine kleine Siedlung suchen. Vielleicht ist das sogar schon eine. Da unten. Das wird das ja alles ein bisschen leichter machen. Helikopter. Nee, aber. Das muss ja nicht sein. Wir können ja auch mal probieren, ob wir hier haben. Hey Rico, siehst du das Fahrzeug, das wir für dich markiert haben? Da drin sitzt ein feindlicher VIP. Kannst du es ausschalten? Schön. Barbarium an Bord. Na gut. Schauen wir mal, ob wir Schelten hier finden. Zumindest einen Landeplatz haben wir schon mal gefunden. Das ist schon mal schön. Nun ja, mal schauen. Aber ich würde sagen, das tun wir im nächsten Teil. Und ich sage daher erst einmal, bis denn dann.